Hexen, Hexen, im Bonsweier Wald. Vor ein paar Tagen waren die Hüttenwichtel und ihre Eltern auf dem Walderlebnispfad in Bonsweier. Eigentlich wollten alle gemeinsam den Frühling begrüßen, aber das launische Wetter hat den Wichteln einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da es kein wirklich schlechtes Wetter für die Waldläufer gibt, haben die Wichteln noch einmal die Winterkleidung aus dem Schrank geholt und ab ging es in die luftige Höhlen. Toben, Klettern und Rennen an der frischen Luft fördert die geistige und körperliche Entwicklung. Dabei spielt das Wetter für den Nachwuchs keine große Rolle. Auch wenn der Walderlebnispfad in Bonsweier schon etwas in die Jahre gekommen ist, lädt er mit 20 Stationen zum Entdecken und Verweilen ein. Schön auch, wenn man die naturnahe Reise durch den Wald unter ein Motto stellt. Waldgeister und Hexen. Da Hexen das ganze Jahr über aktiv sind, liegt man in diesem Thema nie daneben. Doch bevor die Zauberinnen auf ihre Besen durch den Wald schwirrten, begeben sich die Wichtelkinder zunächst auf Suche nach kleinen Baumsprösslingen, nach Knospen, die bereits aufspringen, und frisch geschlüpften Waldpflanzen, die einmal ganz große werden wollen. Überall in den Wäldern kann man den Pflanzennachwuchs entdecken. In alten Erzählungen von den guten Wäldern und ihren Bewohnern wird immer wieder von Waldweibchen und hutzeligen Baumwächtern berichtet, die über den Wald wachen. Wir haben in der Höhle das hier gefunden. Die unsichtbaren Wesen lieben Bäume, plaudern gerne mit ihnen und passen auf sie auf. Jeder, der sich nicht benehmen kann und die Waldregeln missachtet, soll von ihnen vertrieben werden. Auch die von Kindern gemalten Augen blicken wachsam in den Wald. Die Kinder hoffen, dass ihre großen Baumfreunde nie etwas Böses geschieht. Zu bemalen der Bäume brauchst du nur Malkreide. Das Basteln der Hexenwesen war für die Waldläufer ein großer Spaß. Was du dafür brauchst: einen langen geraden Stock, eine Draht- und eine Gartenschere. Für den Besenpinsel nimmst du am besten geschnittenen Ginster oder am Boden liegende dünne Äste. Zur Befestigung des Puschels eignet sich am besten dünner Draht und Seil. Wie immer ist zu beachten, dass man als Besucher im Wald nichts aufreißt und beschädigt. Die Hüttenwichtel verabschieden sich in einem kleinen Steinkreis, fast wie in den keltischen Zeiten.